Ja, grüße ich, liebe Leute. Ja. Jetzt hatsche ich da gerade die Hütteldorfer Straße entlang. Ja. Zwischen 14. und 15. Bezirk in Wien. Ja. Also da fuhren, ganz, ganz weit fuhren, kommt schon die Jungstraße. Uninteressant. Ich wollte eigentlich nur erzählen, ja, was ich von den ganzen Bezirken in Wien halte, beziehungsweise eine kurze Meinung, ja, wiedergebe. Also fangen wir mit dem ersten Bezirk an. Der ist natürlich total toll. Ja. Touristen, verschiedenste Leute, ja, super Lokale, gar nicht so teuer, ja, ein bisschen zu verwinkelt, die Gasse und dergleichen, aber wirklich sehr, sehr sehenswert, ja, und natürlich die, was ganz besonders an den ersten Bezirk ist, die Wiener Sage, ne, die, was sie um den Stephansdom herum dran, ja, wurscht, zweiter Bezirk, ja, der ist sehr groß, ja, da muss ich dazu sagen, also der Wiener Pratergegend, sehr schön, ja, sehenswert, ja, die Praterstraßen, Heinestraßen, Novara-Gassen, Zigos-Gassen, taugt man nicht so, Dauerstraßen, geht gerade mit ein paar Lokale. Oberhalb Engelstraßen, Vorgartenstraße ist ein bisschen lebenswert, obgleich natürlich komplett abgeschieden von irgendeiner Infrastruktur. Gut, okay, dritter Bezirk, das kommt mir immer vor, wenn ich die Landstraße entlang marschiere ist ein Plätzwort, spaziere, ja. Aber wie wen dort Geschäftsleute, Manager beherbergt sind und leben und gedeihen, die was nicht geschafft haben im ersten Bezirk. Eigentlich nur so, mehr, so die zweite Wahl von Spitzengeschäftsleute, Spitzenmanager, bla bla bla. Vierter Bezirk, ja, das ist also, wenn man im vierten Bezirk herumgeht, hat man das Gefühl, ah, jetzt kommt bald der erste Bezirk, weil das sind viele Studentenkneipen, Beisel und dergleichen, aber eigentlich nichts sagen. Fünfter Bezirk, fürchterlich, der Bahamaplatz dort, das ist, der ist ja offen, Käfig dort und rundherum die Lokale, ja, angeschmiert, Arsch, ja, beziehungsweise, ja, die Rheinbrechtsdorfer Straßen zur Not kann man auch benutzen. Der sechste Bezirk, das ist auch schon wieder so ein Hoffnungsschimmer, weil dann kommt man auf die Rüberstraßen auf, ne? Also rechter Hand, wenn man vom Westbahnhof runtergeht, die Brüferstraße, ja, da ist, ja, da sind ja halt im sechsten Bezirk viele Geschäfte, genauso wie im siebten, auf der linken Seite. Aber an sich, der sechste Bezirk hat sehr viel Kulturbetrieb, ja, und Lokale, schöne, bla bla bla. Für, gilt genauso wie den siebten Bezirk dann, wenn man dann die Neubaugasse dann Richtung 8. Bezirk geht, taugt man auch sehr, ja, also viel Beiseln, Restaurants, Kneipen etc. Ja, warte mal, 9. Bezirk, 8. Bezirk, schon wieder vergessen, ja, der gefällt mir sehr gut. Dort, wo das Café Hummel ist, das Café-Restaurant Hummel, ja, der hat schon was Elegantes. So was, da kriegt man Fernweh, schon wenn man rausschaut, bei den großen Kaffeehausfenster rausschaut, da kriegt man Fernweh. Ja, da gehen ganz schön viele Leute auf der Hütteldorfer Straße. Und ja, der 9. Bezirk ist ein bisschen ein blasierter Bezirk, weil die haben dort sehr viele, also in der Nähe vom AKH, beziehungsweise von Spitalsambulanzen oder Privatkliniken, und da hat man so ein bisschen platziert, kommt man davor, da wohnen wahrscheinlich sehr viele Ärzte oder eben Fachärzte, bla bla bla, hat an sich auch nicht schlecht von den Lokalen her eine ganz gute Infrastruktur, ja, Geschäfte, weniger Porzellankosten, okay, da gibt es ein Theater und ein paar so eingebüdete, arrogante Kneipen, ja, scheißegal. So, nein, der 10. Bezirk ist natürlich total sehenswert, die Favoritenstraße, eine Prachtstraße, ja. Nur findet man dort nicht viel. Für die Frauen super, viele Fetzengeschäften, Kaufhäuser, lauter etc. An Lokalitäten weniger. An sich aber sehr sehenswert, wenn man vom Reimannplatz zum Richtung Südtiroler Platz runter marschiert. Und ja, aber eigentlich, ja, was mir sehr gut gefällt, ist der Springbrunnen am Kolumbusplatz im 10. Bezirk. Der gefällt mir sehr gut. Der wirkt irgendwie international. Das war schon wieder. 11. Bezirk, totales Entwicklungsland. Ja. Also fürchterlich, dieser Bezirk. Ja. Vom Engplatz Becker bis zur Dürndlhof-Siedlung. Ich weiß nicht, wie heißt das geschissene Einkaufszentrum da drüben. Hummer 11, das macht so viel Werbung im Fernsehen und im Internet. Ja, total, ein total Arsch. Ja. Also ich möchte dort nicht einmal begraben sein. Der 12. Bezirk Meiling, den mag ich einerseits, weil dort habe ich in den meisten Firmen gearbeitet. Ja. Ja. Und
habe ich, also im 23. Bezirk habe ich eigentlich die meisten Firmen gehabt, wo ich tätig war. Aber in Meierlang taugt mir irgendwie. Meierlang oben an Wienerbergstraße war weniger, irgendwie so kalt, so abweisend, aber dann Meierlanger Hauptstraße, aber ja, Schuhgeschäften haben es dort nicht wenig, eh nur ungefähr 200 auf der linken und rechten Seite der Meierlanger Hauptstraße, egal. Warte mal, 13. Bezirk, na, eigentlich ein komplett totes Kodeschviertel, Villen, wo du nie Menschen an die Fenster siehst, oder bei den Fenstern siehst oder was, nichtssagend. Vielleicht gerade da, wie heißt das, am Platzl, da wo die Kirche ist dort, da gibt es ein riesiges Bierhaus. Ja, das ist sehenswert und ein schöner Brunnen eventuell. 14. Bezirk, habe ich schon gesagt, weil ich bin ja gerade im 14. Bezirk. Jetzt bin ich schon im 15. Bezirk, jetzt bin ich im 15. Bezirk. So, 15. Bezirk, wo man gleich, ja, ist eigentlich schon ein bisschen die Unterwelt daheim, ja. Aber man spürt es nicht so, ja. Du hast wahnsinnig viele Jugotürken hinten und dergleichen, die was ganz nett sind, ja. Es versteht eh keiner und ich weiß, wie ich es eh nicht verstehe, aber du kriegst da, glaube ich, ein relativ günstiges Bier, ein Wein oder was, willst du nicht rüberlassen, taugt man natürlich nicht. Ja, ach, hat er so Raumschläden nach und nach. 16. Bezirk, Detto, Brunnenmarkt, Ippenplatz, da spielt es da, da brauchst du gar nicht vorher nach Belgrad oder Istanbul. Macht nichts, nein, ich war in beiden, hat mir sehr gut gefallen, ja. Aber auch eher nur für Leute, die was Obst kaufen, Gemüse kaufen, Fetzen und dergleichen. Aber es gibt eine gute Lokalszene am 16. Bezirk. 17. Bezirk natürlich, das ist mein ehemaliger Heimatbezirk, das ist für mich ein Kulturbezirk, der totale Kulturbezirk, nicht nur wäre das Veranstaltungslokal Metropol und das Kabarettlokal Kulisse hat, sondern hat irgendwie also ein Flair so aus den aus dem 19. Jahrhundert, ja, wo ist 18. Bezirk, wie auf mich so, habe ich ein Kodeschviertel, wo aber sich die Leute nur bessere oder teurere Gebrauchtwagen leisten kann, sofern sie einen Führerschein haben. Wurscht. 19. Bezirk ist nicht ganz so tot wie das Kodeschviertel, 13. Bezirk, aber es regt sich und hegt sich und weiß ich nicht, was tut, ja, eigentlich nichts sagen, der 19. Bezirk. 20. der hat es ein sich, wird einfach Konkurrenz im 2. Bezirk. Da ist einmal ein bisschen Power auf der Dresdner Straße oder bei der Millennium City, da war es doch Quirls, aber es geht auch nichts weiter, ja. Lokalitäten, ja, spärlich, aber nicht schlecht, ja. 21. Bezirk in Floridsdorf, Franz-Jonas-Platz, ist sehenswert, alles andere kannst du vergessen, ja. Hier hinten gibt es irgendwo ein paar so schöne, heißen es alle die Bierstadeln oder Fressstadeln, wie die alle heißen, ja. 22. Außendonnerzentrum, kenne ich dort gar nichts, also für mich ein totales Niemandsland, ja. Der 23. ist für mich auch wieder viel wert, ja. Der 23. Bezirk, ja, das ist nicht nur Liesing und Asgersdorf etc., da habe ich, glaube ich, mindestens von meinen ganzen 53 oder 54 Firmen, in denen ich gearbeitet habe, als Lagerarbeiter, Lagerangestellter, Hilfsarbeiter, weiß ich, was ich alles dort war, ja. Da habe ich am meisten halt gewerkt, ja. Also, das ein Traum, ja, und diese ganzen Wirtschaftsstandl in 23 in dem Industrieviertel, ja, das war super, herrlich, also da kommst du vor, da bist du, ich weiß nicht, irgendwo in Ungarn oder in der Slowakei oder was ich was, dann kommst du heim, ja, im 17. Bezirk und ja, das ist so, wie wenn du weg warst, da sparst du eigentlich Urlaub, wenn du den Fest buddeln tust, also in der Richard-Strauss-Straße, Sternstraße, der Sterngasse, wie die heißt, Fahrgasse, wie andere, ich weiß nicht, dann perfekter Straßen, wie er wohl kagelt. Aber es war wirklich ein wunderbares Erlebnis. Ja. Und natürlich die Leute, die es kennengelernt haben, und vor allem auch die Personalchefs oder die Personalchefinnen, die ich angelangt habe, dass ich nur zwei Firmen gehabt habe. Beziehungsweise aber bis dato tut es schon 40 Betriebe mit meiner Arbeitskraft beehrt habe. Wurscht, das war jetzt eine kurze Bilanz Das war eine Bilanz von den Bezirken, was mir eingefallen ist, ja, also, wie gesagt, ja, das taugt mir, wenn es ein Bus und die Kurven fährt, ja, da geht was weiter. Da ist gleich der Meißelmarkt und dort drinnen kaufen wir unten beim Radarz oder bei einem anderen Fleischhocker, die haben einen Schweinsbrat oder was, hm. Passt, ja, wenn mich ein Mörder Hunger und ein gutes Bierle dazu. Also grüß euch, gell? Danke fürs Zuhören, gell? Bei meiner Bezirksbilanz. Grüß euch!